Ich glaube, der Titel und das Profilbild, wenn ich da was Richtiges reinpacke hier vom Video, sprechen für sich selbst. Stellt mir Fragen, stellt zu Overlord Fragen, stellt zu meiner Person Fragen, stellt zu meinem Haustier Fragen, aber nichts über meine Kontonummer, das ist geheim. Psst. Hey, wo ist denn Perry? Stellt am besten Fragen zu irgendwas, worauf ich überhaupt eine Antwort haben könnte, solange es natürlich nicht zu privat ist oder komplett vom Thema abdriftet. Am besten irgendwas zu Overlord oder zu mir, wie ihr möchtet. Und ja, ich weiß, das Video wirkt jetzt etwas billig und leider ist es das auch. Einfach aus dem Grund, wegen organisatorischen Problemchen konnte ich heute nicht den Prolog-Part von Volume 14 rausbringen als Hörspielversion. Ja, ich weiß, ich bin schnell, ich habe das erst vor einer kurzen Zeit angekündigt, aber schadet ja nicht. Nur leider ist halt ein Sprecher ausgestiegen, beziehungsweise muss ich halt viel umbesetzen und am Ende hat eine wichtige Rolle kein Sprecher gehabt und dann kann ich natürlich nichts rausbringen und wenn, dann werde einfach kurz still und das wird ziemlich scheiße. Ah, fuck, bin auf den Legostein getreten! Sorry, das letzte Q&A ist ja irgendwie ein paar Monate her. Der Prolog-Part von Volume 14, also von dem nächsten wirklich großen Hörspiel mit insgesamt am Ende 6 Parts. Also der Prolog und Epilog wird kürzer gehen als die einzelnen Chapter, aber tut nichts zur Sache. Die werden übrigens alle großartig. Da gibt es ein paar Szenen, die sind sehr, 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 sehr blutig. Ich sag mal so, es wird mehr, viel mehr Opfer geben, als in Staffel 3 am Ende da auf dem Katzefeld. Viel mehr. Also, der Prolog kommt bald und gerade muss ich noch einen Sprecher für Prinz Sanak suchen. Aber egal, das ist nicht euch von Belang. Das war kein Deutsch, scheiße. Hey, laut Miro. EA Sports. Go fuck yourself. Also, unter diesem Video einfach irgendwelche Fragen stellen. Und es ist eigentlich egal, was es für welche sind, solange ich die halt beantworten kann und sie nicht zu persönlich sind oder ich sie einfach nicht beantworten will aus irgendeinem Grund. Egal. Ja, einfach irgendwas fragen, was euch so bedrückt. Aber das war's dann auch schon und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich blende euch hier einfach mal 4 random Videos ein, also viel Spaß. Ja, bis dann.